Hallo und zurück bei Half-Life 2. So, da wären wir. Der Schrottplatz. Danke, Alice. Das ist das Graviton, von dem mein Vater sprach. Kannst es auch nulldimensionalen Energiefeldmanipulator nennen, wenn es sein muss. Ist eigentlich für Gefahrgut gedacht, aber wir nehmen es hauptsächlich für schwere Lasten. Versuch es mal. Ein sehr interessantes Gerät. Was wird dieser Nullpunkt-Energiefeld-Manipulator wohl tun? Der erste Zug löst eine Entladung aus, die Dinge um- und fortstößt. Er bringt Dinge zum Hängen. Ist gut zum Räumen von Minenfeldern. Mit dem Zweitabzug kannst du Sachen nehmen. Mit dem Erstabzug wirfst du sie. Wenn du etwas genommen hast, kannst du es mit dem Zweitabzug auch sanft absetzen. Nimm etwas auf und wirf es. Du kannst Sachen auch heranziehen. Versuch es mal. Ja. Lass mich Doc rufen. Apportieren hat's ihm angetan. Doc! Hopp! Was? Ah, hallo Doc. Das ist Doc. Dad baute ihn damals, damit er auf mich aufpasst. Das erste Modell war nur so hoch. Seither habe ich ihn down verbessert. Nicht wahr? Okay, Doc, wir spielen Fangen mit Gordon. Nimm das Gravitron dafür. Also los, Doc, wirf! Fangen. Kannst du wieder haben, deine Scheißkiste. Yo. Noch ein Wurf, Doc. Genial. Nochmal, Doc. Sagenhaft. Doc, hol deinen Ball. Was für ein Echo hier. So eine Rollmine. Ja, hol. Wirf es, Doc. Da reintreffe. Das glaube ich allerdings nicht. Nein. Nein. Okay, Gordon, versuchen wir was Neues. Doc, wirf was Größeres. Genau, Doc, wirf was Größeres. Yo, Doc! We hit you like containers. Nee, warte mal. So ein Blödsinn. Nein, Doc. Nein, Doc. Hinlegen, leg es hin. Was ist, Doc? Verdammt, was war das?
Scanner! Und die Combine scannen diesen Bereich! Wir müssen zurück zum Labor! Komm schon, Gordon! Oh. Dad, hier Alex. Hörst du mich? Alex, Liebchen. Was ist da drinnen los? Wo bist du, Alex? Wir stecken in der Schrottplatzschleuse voller Autozyklus. Ist Gordon noch bei dir? Er ist hier. Gut, ihr zwei solltet jetzt... Dad? Bring Gordon hier raus. Geht an die Küste. Geht nicht durch Raff. Dad? Raff? Dad? Was ist denn Raff? Verdammt! Doc, mach die Schleuse auf! Hol uns hier raus! Schneller, jetzt! Nimm sie auseinander, wenn nötig. Nur mach sie auf! Das reicht jetzt, Doc. Hä? Oh nein. Komm schon, Gordon! Die ist hier voll hingesäppt. Mach hin! Na ja. Gordon, du musst hier raus, unbedingt. Ich bleibe bald Vater. Doc, bring Gordon zum Ravenholm-Tunnel, dann komm wieder her und such mich. Schneller! Genau, Doc. Tschüss, Doc. Und nun geht es auf nach Ravenholm. Das müssen wir durch diesen scheiß Tunnel. Piss dich, du Kiste, du Scheiße. So. Der ist wohl verhungert. Hopp. Oh. Hopp. So, wusste ich's doch. Aha. Wir gehen nicht nach Ravenholm. Naja, ich schon. Ich musste ja jetzt nach Ravenholm gehen. Ich habe mich hier noch nie wirklich umgeguckt. Damals auch nicht. Aber eigentlich gar nicht so dunkel hier in Ravenholm. Und irgendwie ist da ein... Voll der Abknicker. Scheiße. Oh, war ja klar. Dennis ward gesagt, dass sie geworden wie die sonderbaren Dämonen, die in Materie doch im Dunkel hausen. Mit den lieben Zombies. Aha. So.
vergangen wie Rauch. Und meine Knochen sind trocken wie Asche. Lass meine Blut aus diesem Öl her, meine lieben Zombies. Ja, komm schon, ja. Ist ganz fein. Lebensenergie, das ist gut. Ganz hervorragend. Oh. Okay. Ich wollte es auch mal gemacht. Tja, auch. Aber wer ist dies? Ist noch ein Leben zu retten? Ich behalte dich im Blick. Mehr kann ich nicht versprechen. So möget ihr dies tun und wandelt sie besonnen. Bisschen zugeschrankt. Au, Scheiße. Automatische Medizinsysteme deaktiviert. Schönen kleinen Gift-Crabs. Gut. Ich frage mich ja, wie diese Gift-Headcrabs entstehen konnten. Freund, wach mal auf. Das wollen wir doch mal ein bisschen sadistisch sein.
So. Dann drehen wir mal das Gas auf, ne? So. Ja. Ich weiß. Oh. Den kann ich ja mitnehmen. Das nehme ich mit, das kann man immer gebrauchen. Alle weg. Das ist aber schade. Doch nicht, okay. Ich wollte ja mitnehmen. Kommen wir nicht drüber. Ah, okay. So, ach, geh noch mal nach oben. Gut gemacht, Bruder. Nutze meine Fallen, aber pass auf, dass du nicht selbst in eine gerätst. Ach, Gregory. Hinter dir! Oder heißt der Gregory? In Ravenholm musst du auf der Hut sein. Ich hab keinen Hut. Ich hab nicht mal einen Helm. Kein besseres Wurfgeschoss als ein Motor. Es ist einfach so. Das Beste, wo geht. Lex mich du am Arsch. So. Ich bin mal ehrlich, ich habe eben ganz kurz die Aufnahme unterbrochen. Aber auch nur, weil ich eben was gucken musste. Ist ja auch egal. So. Das muss man ja alles mitnehmen, ne? Jo, verdammt, nur eins. Nein, ich will doch meinen Motor mitnehmen. Ist das zu schwer? Dann muss ich nochmal wieder runter. Du wirst immer besser. Ich bin Bruder Grigori. Du kennst ja schon meine Gemeinde. Nein. Mann, der Kerl hat echt einen Schaden. Psst. Nicht so laut. Ladedaten. Das ging aber schnell. Ach, du bist es, Bruder.
verzeihen. Na, ist ja nichts passiert. Meine Kugeln sind dein geringstes Problem. Diese scheiß Dinger. Hätten ordentlich. Mein Motor, wo ist mein Motor? Wo ist mein. Den Stein, das ist auch. Ich will doch meinen Motor haben. Wo ist denn der? Dann macht das aber ordentlich Bumm. Ach ja. Ah, mein Motor, das ist doch schön. Da ist er ja. Lebensenergie. Ich nehme jetzt den Motor mit. Und meine kleine Schwester schreit im Hintergrund und das nervt und das ist mächtig scheiße. Und ich will nicht, dass sie schreit im Hintergrund, weil das nervt. Meine Güte. Was kümmert es mich, dass sie mich wahnsinnig nennen? Du bist meine Stärke, mein Erlöser. Ach, ficken. Ich habe meinen Motor vergessen. Ohne meinen Motor kann ich nicht leben, den Ding. Ey. Na, Motor, komm. Nein. Oh, scheiße. Oh nein, ich habe meinen Motor verloren. Egal, ich suche mir einfach einen neuen. Was soll's? Ich. So, Headcrabs. Sollte ja eigentlich lustig sein hier so in Ravenholm, aber irgendwie ist das hier total gruselig. Und obwohl es irgendwie ist es gar nicht so dunkel, wie ich dachte. Tür auf. Müllerdrink auf. Warte mal, nein, darf ich ja gar nicht sagen. Mich du am Arsch. Ich frage mich, warum dieses beschissene Kackspiel hier so hängt. Ha. Ja.
Ohne Motor macht das nur halb so viel Spaß. Ups. Ich brauche einen neuen Motor. Ich muss mir unbedingt einen neuen suchen. Ja, ich hau auf meinen Tisch, weil ich einen neuen Motor brauche. Herr. What? Wieso kann der einfach so durchs Feuer laufen, ohne dass er Schaden nimmt? Gibt's hier irgendwo einen Motor? Da. Ja, Motoren kann er anheben, aber Waschmaschinen sind zu schwer. Scheiß aber auch. Ich töte dich mit Kartons. Dann halt eben mit Farbe. Klappt wohl nicht so ganz. Zombie. Hallo, ihr Headcrabs. Das ist nicht wahr. Man müsste sich mal einen neuen Namen für Headcrabs ausdenken. Jonas oder Waldemar. Oder so Valentin oder so ein Scheiß. Oh, da ist ja noch eine. Hier, Bruder! Ich bin nicht dein Bruder. Das ist dein Werk. Oh, ein Mann nach meinem Sinn. Hier ist eine passendere Waffe für dich. Du wirst sie brauchen. Fang! Gut, halt sie am Körper. Ich rate dir Folgendes. Ziele auf den Kopf. Still. Sie kommen. In Ravenholm gibt es keine Ausruhe. Da sind sie ja. Geh, wir treffen hätte uns nicht so laut rülpsen sollen, ne? Mein Kind. Was? Wieso ich? Na gut. Dann geht es weiter. Weiter. Nö. Mein Sohn heißt Waldemar, weil es im Walde war. Dieser scheiß Fahrstuhl braucht echt ganz schön lange. Dankeschön. Danke, dass du gekommen bist.
Sehr spannend. Munition. Munition ist immer Gaut. Nee. Geht das hier nicht auf? Nein, warum nicht? Ach so. Klar, war auch die falsche Seite. Ein Schuss in den Ofen war. Er schmeißt hier mit Headcrabs. Scheiß Gift-Zombies. So schwere Raucher. Wow. Halleluja. Du meinst, das ist gut. Wie kamst du her, Bruder? Dies ist die falsche Gegend für dich. Ja, ja, du solltest doch zur Kirche gehen. Eile von hier, bevor es zu spät ist. So, dann geh ich mal zur Kirche, nicht? So, ganz super. Ist ja eigentlich ein Motor? Nö, schade. Oh. Lauter Daten. Das ist ja super. Und auf einmal ist diese Tür offen. Da drehe ich schon noch ein Headcrab. Meine Güte, mega schlimm heute.
Ja, Heiligskeksel. Das war ja mal eine Aktion. Ich bin so schlecht. Ich habe kaum noch Munition. Zwei Flungen. Gerade noch so um einen zu machen. Da bist du! Endlich! Ich sende dir den Karren, Bruder. Wird gleich da sein. Mach mal. Geduld, Bruder. Achte auf deine Deckung. Achso, Deckung, ja. Das Scheißding ist scheiße. Raucht. Fiel mir dazu ein. Oh. Verarschen. Schwarms. Sehr viel davon. Gerade ich hier mal wieder in sehr enge Schwulität. Jetzt, Bruder, steig in den Karren! Die Handbremse, Bruder, lass sie los und komm runter! Warum nennst du mich immer Bruder? Du musst mich eigentlich so nennen. Idiot. Gegrüßt, Bruder. Endlich begegnen wir einander. Du solltest versuchen, meine Fallen zu umgehen. Sie sind das Werk eines Mannes, der früher müßig Unheil schuf und nun allein für das Seelenheil anderer lebt. Du hast sicher wenig Lust, in Ravenholm zu bleiben, also zeige ich dir den Weg zu den Minen. Mich angeht, ein Hirte muss seine Herde hüten. Vor allem, wenn sie in Aufruhr ist. Folge mir, Bruder, doch sei behutsam. Dies ist heiliger Boden. Gut, geh vor. Na dann, Papi Grigori, dann hau mal rein da. Also wenn der so schreien kann, der war bestimmt irgendwie Sänger in so einer Glamour-Band oder so. Bleib nah an mir dran, Bruder. Hey.
Frage, was ich jetzt mal machen muss. Ziel auf den Kopf. Ich kenne dein wahres Antlitz. Achtung, Bruder! Vorsicht! Voll der lame Shit, yo. Lustig, dass diese Stelle hier auch im Friedhof spielt. Du meintest es gut. Aber Headcrabs können keine Toten zu Zombies verwandeln, sondern nur Lebende. Schnell, Bruder. Stinks. Ja, Olaf, dann mach mal auf hier die Tür. Schnell, ich halte das Tor! Na, Günther. Leb wohl, Bruder! Ich fürchte, ich sende dich ins Dunkel. Möge das Licht allen Lichts dich erleuchten. Was da? Suche deine eigene Erlösung. Du bist mir ein Komiker. Du Idiot. Sind wir doch halt sterben. Das ist mir denn auch egal. Das ist voll irre. Cock. Was sich dort unten verbirgt, das sehen wir in der nächsten Folge. Klick. Und nun wieder VH1 mit den großen Sängern der 90er. Motto heute, warum man damals jeden Vokal in den Laut A verwandelt hat. It used to be that you loved me. But now it's 1990, and I have to set you free. The letter A, the letter A. Thank you! Oh, oh nein! Nicht schon wieder! Jetzt sind die Jedi-Ritter dran, oder?